Angesichts des Streits um die Einführung der Kindergrundsicherung hat die Bundessprecherin der Grünen Jugend, Sarah Lee Heinrich, Finanzminister Christian Lindner scharf angegriffen. In Deutschland ist jedes fünfte Kind von Armut betroffen und nun droht Christian Lindner, die Kindergrundsicherung zu blockieren, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er zementiert mit seiner Blockade die Kinderarmut und versaut uns auch noch die Zukunft, weil er echten Klimaschutz verhindert. Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen will eine Kindergrundsicherung einführen. In der sollen ab 2025 die bisherigen Sozialleistungen für Kinder zusammengefasst und dabei insgesamt auf ein höheres Niveau angehoben werden. Das werde etwa 12 Milliarden Euro jährlich kosten, berichtet der Tagesspiegel. Lindner will hingegen im Wesentlichen nur die Verfahren zur Beantragung der Leistungen vereinfachen und digitalisieren. Das werde lediglich einen zusätzlichen Betrag in einstelliger Milliardenhöhe erfordern, sagte er. Aus.